Auf einmal entdeckte Kalli die Fahrstuhlknöpfe. Seht mal her, diese komischen Dinger. Vielleicht haben die was damit zu tun. Sollen wir mal drücken? Schon klar, das könnte ins Auge gehen. Aber was bleibt uns anderes übrig? Versuchen wir's. Na dann los, Schwestern. Die drei Schwestern kletterten aufeinander und bildeten einen Turm, um an die Knöpfe zu kommen. Mit einem Ruck setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung. Der ganze Boden wackelt. Du hast gesagt, wir sollen drücken. Macht Platz, ich versuche die Tür aufzurammen. Warte, es bewegt sich nach oben. Das ist ein komisches Gefühl im Bauch. Mit einem weiteren Ruck hielt der Fahrstuhl an. Der Waschbärturm fiel auseinander. Die drei Waschbärschwestern plumpsten auf den Boden. In der Zwischenzeit hatte Hokus Pokus es geschafft, die vier Entenküken aus dem Mögeldorfpalast hinaus ins Freie zu lotsen. Der Dachs Palle, der sich hinter dem himmelblauen Cabrio versteckt hielt, sah Hokus Pokus und die Kleinen. Hey, Hokus Pokus! Hier drüben! Palle? Was treibst du denn hier? Was ich hier treibe? Du bist gut, wir suchen dich seit Stunden. Tja, und ich suche Michelle und eines ihrer Küken. Als der Schwan mit den Küken langsam auf das blaue Cabrio zuging, steckte Marder Kevin neugierig seinen Kopf aus der Karosserie. Hokus Pokus, wo hast du gesteckt? Das ist eine lange Geschichte und eine schreckliche für mich. Palle, eine Bitte, könntest du kurz auf die Kleinen hier aufpassen? Ich muss unbedingt Michelle finden, sonst bin ich ab heute Entenvater. Im Müggeldorfpalast ging die Fahrstuhltür auf und die Waschbärschwestern purzelten heraus. Grümpf und Wendy folgten ihnen. Turtle krabbelte langsam hinterher. Das war seltsam. Als sich die Fahrstuhltür schloss, befand sich Turtle noch mittendrin. Schnell zog die Schildkröte ihren Kopf und ihre Füße ein und verschwand in ihrem Panzer. Turtle! Turtle wagte einen Blick aus seinem Panzer. Er begriff, dass der stark genug war, die sich immer wieder schließende Fahrstuhltür offen zu halten. Nichts passiert. Ich halte das Ding offen. Wir müssen ja schließlich auch wieder runter. Sucht ihr schnell das Küken. Gesagt, getan. Wendy nahm die Fährte wieder auf. Ich hoffe, die finden den Kleinen schnell. Ist nicht sehr angenehm, andauernd angerempelt zu werden. Gerda Gruber war inzwischen mit Herrn Breitmann aus dem Untergeschoss des Mögeldorfpalastes wieder in der Eingangshalle angekommen. Geht es Ihnen etwas besser, Herr Breitmann? Sie sind ganz blass und sagen Sie mal, Sie zittern ja. Ja, mir ist ein bisschen kalt. Es war kühl da unten am Pool.